Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein XXL Beauty Haul. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Lange ist es her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Aber wie der Alltag so spielt, im Leben einer 24-Stunden-Mami, jede Mami wird das wissen, kennen, passiert immer irgendetwas. Und es kann natürlich sein, dass man dann mal so ein bisschen mit seinem Hobby zurückstecken muss. Und ja, nebenbei bin ich ja noch selbstständig. Ja, und außerdem steht noch ein großes Ereignis bei uns auf dem Programm, worauf wir uns jetzt vorbereiten müssen. Ja, was das genau sein wird, das werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann in einem Video erfahren, spätestens im August oder September. Ja, also ich war im DM. Ich war im Rossmann und im Real und ich habe da ein paar Sachen mitgenommen und die wollte ich euch jetzt gerne zeigen, weil da wirklich ganz interessante Sachen dabei sind, reduzierte Sachen, neue Sachen, aber auch ein paar alte Schätzchen. Fangen wir jetzt einfach mal mit Real an. Ich werde euch übrigens alle Preise, ich weiß noch nicht, ob ich das hier im Video einbauen werde oder unten in der Infobox, das werdet ihr dann sehen. Genau, also das ist eine Schaumseife von Jean und Len. Und Jean und Len sind einfach bekannt dafür, dass sie Produkte herstellen, die wirklich ohne Gedöns sind. Also keine Silikone, ohne Parabene, meistens vegan. Ich glaube, die sind vegan. Steht hier aber leider jetzt nicht extra ausgeschrieben. Doch, klar. Dick und fett steht hier vegan drauf, genau. Und ja, ich mag solche Produkte, vegane Produkte. Ich lege da schon so ein bisschen Wert drauf, darauf zu achten. Und von daher habe ich es mitgenommen. Es riecht nach Schmutzfink, heißt es. Es riecht nach nichts. Also es ist nicht süßlich oder irgendein Duftstoff da drin. Es ist halt, wie gesagt, ohne Gedöns und so ein... Dementsprechend riecht es auch. Es ist ganz praktisch mit einem Pumpspender und ja, meine Kinder mögen das sehr, sehr gerne, sich die Hände zu waschen mit Seifenspender. Flüssigseife, genau. Und ich selber nutze das nicht. Ich selber bin der Meinung, ein Stück Seife reicht auch aus, um die Hände sauber zu machen. Da muss man nicht nochmal extra Müll produzieren. Dann habe ich mitgenommen, auch von Jean und Len war reduziert, ein Shampoo, Zauber sauber, ohne Gedöns, vegan, ohne Silikone und so weiter. Riecht auch nach nichts, also das ist eigentlich der typische Jean und Len Geruch. Ja, ich bin mal gespannt, ob meine Kinder das mögen werden. Dann habe ich mitgenommen von Bobini, noch nie gehört, aber das Vegan hat mich halt sehr angesprochen. Das ist ein Pflegebad, hypoallergen, enthält Aloe Wasser und Olivenblattextrakt, spendet Feuchtigkeit und beruhigt sensible Haut. 0% Farbstoffe, Silikone, Parabene, Paraffine, PEGs und so weiter. Genau, vom Duft her auch sehr, sehr neutral. Dann war ich im DM und ich habe mich schon mal eingedeckt mit dem Balea Aqua Spray, dem Wasserspray, und ich habe den letzten Sommer auch die anderen Duftsorten ausprobiert, Melone, und da war noch eine, kann mich jetzt nicht dran erinnern, ich fand den Kokos, genau, ich fand den nicht schlecht, aber ich bleibe dann doch lieber bei diesen neutralen Flaschen, wobei ich sagen muss, dass man eigentlich auch eine normale Sprühflasche, neutrale Sprühflasche nehmen kann, mit Wasser befüllen kann und dann ja, bei Hitze, speziell bei Hitze, sich das über das Gesicht sprühen kann oder über den Körper. Und ich habe das extra dafür gekauft, um sich das Gesicht bei Hitze einmal aufzusprühen, weil im letzten Jahr, da war es ja richtig, richtig heiß bei uns und die haben mir dann halt sehr, sehr den Alltag erleichtert. Das hier ist auch
zur Make-up-Verzierung gedacht. Habe ich noch nicht probiert, werde ich aber demnächst mal tun. Pure Erfrischung für den Sommer. Ich hoffe, der Sommer wird jetzt nicht, dieses Jahr nicht auch wieder so furchtbar, furchtbar heiß. Wir haben ja alle darunter gelitten. Alle Lebewesen, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen haben unter dieser Hitze gelitten. Ach Gott, ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Dann habe ich Balea Rasiergel gekauft. Exotic Coco, duftet nach Kokos und Frangipani. Der Duft ist sehr, sehr schön. Kokos, Frangipani riecht man sehr gut heraus. Ich mag den Duft von Frangipani. Nehme ich immer mit. Die helfen mir beim Rasieren und von daher kaufe ich mir das immer, immer wieder nach. Ich brauchte noch Reinigungstücher. Dann habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden von Balea. Das ist, glaube ich, eine LE, oder? Das ist neu gewesen. Genau, da stand ein neues Schildchen drunter und kannte ich auch noch nicht in dieser Duftrichtung. Mit Grapefruit Duft. Und wollte ich mal ausprobieren. Reinigungstücher nutze ich eigentlich nur, um Swatches zu entfernen oder nach dem Make-up auftragen, die Hände mal eben sauber zu machen oder einfach wirklich, wenn es spät abends ist, ich hundemüde bin, damit kann ich mir dann mein Make-up aus dem Gesicht entfernen. Aber ich mache das halt nicht regelmäßig, sondern das ist wirklich nur für Not. Ich habe mal eine Review abgedreht über die Judith Williams Kosmetikreihe, Schminkreihe. Sie hat ja da einen Aufsteller gehabt. Werde ich euch hier oben verlinken oder unten in der Infobox. Da hatte ich allerdings den Primer nicht mit dabei gehabt. Und wäre ich schlecht gewesen, wenn ich das mit in die Review reingenommen hätte. Dann hätte man schauen können, wie sich die ganzen Produkte, weil ich denke mal, die bauen aufeinander auf. Vielleicht wäre dann die Review oder mein Fazit dazu ein bisschen besser ausgefallen. Ich fand sie jetzt nicht schlimm, könnt euch gerne angucken, das Video. Aber ganz überzeugt hat es mich nicht. Trotzdem möchte ich jetzt gerne diesen Primer nochmal ausprobieren mit den Produkten von Judith Williams, die ich hier habe. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann besser funktioniert. Genau. Hier habe ich von L'Oreal eine neue Mascara entdeckt. Paradise Ecstatic und Intense Volume Spectacular Long Lashes. Pleasure to apply. Hört sich sehr gut an mit Rizinusöl. Ich habe noch nie eine Mascara mit Rizinusöl benutzt, aber das werde ich austesten und darüber wird es auch eine kleine Review geben. So, ich bin ein großer Fan von LEs und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die LEs in der Drogerie abgenommen haben. Früher gab es viel, viel mehr LEs. Oder eher vielleicht viel, viel mehr LEs, die mich persönlich angesprochen haben. Ich habe ja die LEs von P2 geliebt. Also die haben immer richtig tolle LEs rausgebracht. Leider gibt es P2 nicht mehr im DM. Und Trended Up finde ich auch nicht schlecht. Und Essence, die haben auch sehr schöne LEs. Allerdings finde ich, dass sie... ich bin jetzt 44 noch. Ich weiß nicht. Also die haben da wohl richtig schöne LEs und die Produkte sind auch sehr gut. Die Pigmentierungen sind meistens gut. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das einfach nicht für mich, nichts mehr für mich ist. Dass ich ein bisschen mehr brauche, dass ich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller geworden bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eine LE entdeckt von Trended Up. Die nennt sich, das ist wohl eine Sommer-LE. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber ich werde euch das sowieso einblenden. Ich habe euch nämlich mitgenommen in den DM. Sunburst wird wohl die LE heißen. Sunburst, ja. Da steht nämlich Sunburst drauf. Und ich habe mir mitgenommen einmal das Glow Spritz. Und zwar ist das
ein angenehm leichtes Erfrischungsspray mit zartem Glow und exotischem Monoi de Tahiti Duft. Und da hat es mich gecatcht. Monoi de Tahiti, das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Und ich habe dann den Tester aufgemacht und habe dann gesprüht. Und ich war gecatcht. Das ist wirklich dieser typische Monoi-Geruch, wovon ich auch Duschgele hatte, von Yves Rocher. Und ich liebe das. Also ich mag diesen Duft. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein Glow-Finish fürs Gesicht. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das, wenn man sich das aufs Gesicht sprüht, dass der Duft noch lange, lange auf dem Gesicht bleibt. Ich sehe schon, da sind ganz kleine Glitzerpartikel drin. Ich werde das mal so ein bisschen verteilen, mal gucken, ob man das in der Kamera erkennen kann. Aber der Duft ist ein Traum. Na, ich glaube, das kann man nicht sehen. Auf jeden Fall sehe ich, dass da ganz, ganz wenig Schimmerpartikel drauf sind. Also wenn das Ganze getrocknet ist, dann kann man das genau sehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dass ich es bekommen habe. Und dann hat mich noch das hier angesprochen. Und zwar ist das ein Plumping Lip Glow. Das habe ich auch getestet aus dem Tester. Das ist ein richtig, wie soll ich sagen, das ist ein Orange ist es nicht, es ist ein Rosa, aber das, und es riecht sehr gut, aber das ist ein Lippenstift, der die Farbe ändert, glaube ich. In Verbindung mit dem pH-Wert der Lippen intensiviert der Plumping Lip Glow zudem die natürliche Lippenfarbe und hinterlässt ein wunderschönes, strahlendes Ergebnis. Ich bin gespannt. Also so sieht es auf meiner Haut aus. Ich kann mir das sehr gut vorstellen im Sommer, ne, wenn man da jetzt am Strand liegt und sich nicht voll schminken möchte. Ja, die Farbe verändert sich. Zuerst war es ein sehr, sehr leichtes, helleres Rosa und jetzt wird es schon so ein bisschen kräftiger. Da freue ich mich auch sehr drauf, es auszuprobieren. Dann habe ich bei Alverde mal geschaut und bei Alverde. Und zwar habe ich ein Video gesehen von der Mama Co. Die hat ein Paket zugeschickt bekommen von Alverde und die war ganz zufrieden, also war jetzt nicht begeistert, aber ganz zufrieden mit diesem Alverde Contouring and Cover Stick. In Dunkel. Es hat einen aschigen Ton, was ich sehr, sehr schön finde. Ein Cremestift und das kann man sich dann hier, da kann man sich dann hier die Striche machen und die Konturen mit einem Pinsel dann zurechtblenden. Und von Alverde finde ich sowieso, würde ich sowieso eher bevorzugen als von anderen Marken. Und von daher durfte das mit. Dann habe ich neue Lipglosse gefunden. Und zwar von Catrice. Generation Plump and Shine Lip Gloss. Das ist in der Farbe Bold Ruby. In der Farbe 080. Die Farbe hat mich sehr angesprochen. Ich habe es ausprobiert im Tester. Es ist halt ein Lipgloss. Also da kann man jetzt nicht viel Farbe erwarten, aber einfach dieser schöne Glanz, den man sich mit ein bisschen Farbe, die man sich dann halt ganz schnell auftragen kann und wo man halt nicht so präzise sein muss. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Allerdings, ich habe mir das in DM so auf die Finger, mit dem Finger auf die Lippen getuppt, noch ein bisschen gewartet und da habe ich noch nichts gemerkt, aber als ich dann aus dem DM raus war, zu Hause, da habe ich schon gemerkt,
die kleben so ein bisschen. Also das Gefühl war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich muss das nochmal genauer austesten. Also der erste Eindruck war nicht so schön, die Farbe ist aber genau meine. Ja, darüber werde ich Review, weiß ich nicht, lohnt sich das für euch? Ja, ich muss mal schauen oder halt spätestens im Aufgebrauch-Video. Also das ist neu in der Theke mit verschiedenen, in verschiedenen Farben. Und dann habe ich gesehen, beziehungsweise ich habe eine Mail bekommen, dass es neue Dinge im Standardsortiment geben wird bei Essence. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir vier kleine Teile mitgenommen, um die einfach mal auszutesten. Und zwar gibt es jetzt eine Mascara von Essence und zwar aus der Lash Princess Reihe. Also ich weiß, es gibt eine grüne, es gibt eine rote oder rosane, die habe ich hier. Und es gibt jetzt diese blaue Verpackung, da steht zumindest neu drunter. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die auch schon länger. Klärt mich auf, schreibt mir in die Kommentare. Ich meine, das wäre eine neue Mascara. In wasserfest und ich bin mit der normalen ganz zufrieden. Ich zeige die euch mal eben. So, das ist die Variante, die ich zu Hause habe und das ist jetzt die neue und ja, die habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich was gefunden, was neu ist, neu sein soll. The Eyebrow Pen Semi Permanent von Essence. Ja, ich weiß nicht, ob die Farbe passt, da gibt es vier verschiedene Farben. Auf jeden Fall malen die so Striche. Das heißt, man könnte hingehen und dann die Augenbrauen so ein bisschen nachstricheln. Ich habe das noch nie gemacht, fand die Idee gut und ich habe mir gedacht, dann nimmst du mal mit. Und dann habe ich mir mitgenommen drei Lidschatten und zwar auch neu im Sortiment und da gab es vier verschiedene Farbkombinationen oder 4x3 sind 12 verschiedene Farben und ich habe mir drei Farben mitgenommen, einmal die 01 Get Poshy, dann einmal die 02 Shameless und einmal die 03 Blair. ja, ich fand die Kombination zusammen sehr gut. Das heißt, das hier als, ach Quatsch, dieses hier als, ja, als Base sozusagen. Dann, also das ist jetzt die 03. Dann würde ich hingehen mit der 02 Shameless. Ja, was würde ich machen? Da kann man, also als nächstes würde ich das auftragen, entweder in die Lidfalte oder Cut Crease, mal gucken, keine Ahnung, da kann man ja viel mitmachen. Und das hier ist ein ja, 01 Get Poshy, das ist ein mit Schimmer drin. Ja, das kann man dann als Topper nehmen eventuell. Da muss ich mich mal so ein bisschen ausprobieren. Ja, ich werde eine kleine Review über diese fünf Teile machen, im nächsten Video wahrscheinlich. Dann werden wir da ein First Impression zusammen machen und eine Meinung bilden über diese fünf Produkte aus dem Essence-Sortiment, aus dem neuen Essence-Sortiment. Unterwegs bin ich dann vom DM raus und bin dann an der Parfümerie Pieper vorbeigekommen. Und ich habe gesehen, die haben einen Aufsteller gehabt mit W7-Produkten. W7-Produkte, da habe ich eigentlich gute Erfahrungen gehört. Ich habe noch selber keine W7-Produkte. Doch, eine Palette habe ich, klar. Eine Palette habe ich aber verschenkt, weil ich die Farben einfach so oft hatte in meiner Sammlung. Die fand ich nicht schlecht, die Palette. Aber ich habe mir zwei Mascaras mitgenommen, weil die nämlich reduziert sind. Der ganze Aufsteller war reduziert, 40% circa. Und da habe ich mir einmal die Mascara geholt, Absolutely Waterproof.
und einmal Absolute Lashes. Dann habe ich hier noch den Honolulu Bronzer. Ja, ich glaube Bronzer, ne? Ja. Honolulu Bronzer mitgenommen. 4,99 € auf 2,99 € reduziert. Das ist noch verschlossen. Aber das habe ich auch öfters gesehen bei Bloggern, dass die die gar nicht mehr so schlecht fanden. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Am liebsten hätte ich gerne den, wie heißt der noch, von Benefit, der, oh Mensch, wie hieß der nochmal, ist doch total, hatte ich auch schon mal. Werde ich wahrscheinlich irgendwo einblenden. Das ist eigentlich ganz bekannt und mir fällt das im Moment nicht ein. Und dann habe ich von Rituals mitgenommen ein Antitranspirant. Ich mag die Düfte von Rituals, ich mag die Produkte von Rituals und ein Antitranspirant hatte ich noch nicht ausprobiert. Ob der denn wirklich 24 Stunden hält, wie das hier steht. Antiperspirant steht hier. Und zwar aus der Reihe Ritual of Sakura. Ich fand den Duft sehr schön, sehr neutral. Was heißt neutral? Also nicht so starkes, nicht dieser ganz starke süßliche Duft, wie man den von den Cremes kennt. Oder aus den anderen Reihen, Happy Buddha zum Beispiel. Der ist ziemlich neutral und ich denke, man kann den sehr gut als Deo. Wir nähern uns dann, also ich bin raus aus dem aus Parfümerie und bin dann weitergelaufen und zwar zum Rossmann. Und Rossmann hatte oder hat ja ein paar Produkte von M. Assam in seinen Regalen stehen und da habe ich mir das hier mitgenommen und zwar M. Assam Vino Rose hautglättende Gesichtsmaske. Und außerdem habe ich mir das hier noch mitgenommen, auch aus der gleichen Reihe, sofort glättendes Augenserum. Dieses sofort hat mich angesprochen. Reduziert Schwellungen und Augenringe, minimiert Falten mit Hyaluronsäure. Da werde ich meine Review drüber machen, ob man das wirklich sofort erkennen kann, dass sich da was minimiert. Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Dann habe ich mir von Elvital die Tonerde, das Tonerde Pflegeshampoo gekauft, kaufe ich immer, weil das das einzige Shampoo ist, wobei, ja, welches mir einfach ein frisches, luftiges, gepflegtes Gefühl hier oben im Ansatz gibt. Ich finde, die Haare werden danach einfach, sie sind lockerer, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann, aber sie werden einfach, ja, man kann die besser frisieren, die fallen gut bei meinen Haaren und ja, kaufe ich immer wieder nach. Und dann habe ich von Kneipp eine LE entdeckt und zwar Cremebad Kurzurlaub. Und wer mich kennt, weiß, dass ich die Dresdner Essenz Badesalze ganz toll finde und zwar bestimmte Badesalze. Ja, und da habe ich mir gedacht, Kokosmilch, Monoi-Öl, ja, da dieser Duft hat mich schon wieder gefangen. Monoi, das muss gut riechen, das musst du mitnehmen und ausprobieren. Und ich fand sie riechen sehr gut. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, das musst du haben, da musst du dir ein Backup holen für den Winter, wie ich das mit meinen Dresdner Essenz-Badesalzen gemacht habe. Aber es riecht sehr gut, es roch sehr gut. Da habe ich nämlich schon ein paar ausprobiert. Ja, das ist das letzte, was ich noch habe. genau, und ich finde, es roch gut und hat sehr, sehr viel Schaum gemacht. Ne? Das ist ja kein Salz, sondern das ist ein Pflegebad, also in flüssiger Form. Und es roch wirklich sehr gut und hat sehr, sehr viel Schaum gemacht. Ne? Also wenn man das direkt unter den Strahl gekippt hat, dann
Also Schaum bekommt ihr ohne Ende hiermit und der Duft ist auch sehr schön. Und ich war dann doch neugierig und habe mir dann gleich auch sofort die Creme Dusche mitgenommen. Ja, riecht wirklich sehr, sehr gut. Also das, auch eine LE. Ja, Kurzurlaub. Ich weiß nicht, ob ich mir da noch was hole, weil ich habe immer bei LEs die Befürchtung, dass sie dass sie über Winter nicht mehr vorhanden sind. Aber ich mag es gerne, mich mit Sommerdüften im Winter einzuduschen, einzucremen und so weiter. Ja, weil mich das einfach aus dem Tief des Winters wieder nach oben katapultiert. So, und zu guter Letzt hat mich eine Zuschauerin mal darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Rossmann oder auch online eine neue Reihe an Make-up gibt. Und die Reihe heißt Strong. So, ne? So, genau. Da gab es einen Aufsteller im... erstmal habe ich es gar nicht gefunden. Rossmann hatte das noch nicht gehabt und ja, ich habe mir das online angeguckt. Das ist sehr preisintensiv für normales Make-up im Vergleich zur Drogerie. Aber da habe ich mir gedacht, ja gut, okay. Kaufst du dir das mal, wenn es das im Rossmann gibt? Weil bestellen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und dann habe ich ein Weilchen gewartet und jetzt habe ich es im Rossmann gesehen. Ein Aufsteller mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Produkten. Die gab es in ganz verschiedenen Farbnuancen. Und zwar ist das einmal die Fitness Cosmetics Strong Sweat Tech Make-up. Das heißt so viel wie, das ist ein Make-up oder diese komplette Reihe. Ist Make-up, ist Schminke, die man auch während des Sports, also das heißt während einer schweißtreibenden Betätigung, dass sie wirklich halten sollen, dass sie extra dafür konzipiert wurden. Und ja, ihr kennt das, ne? Wenn man geschminkt ist, wobei ich sagen muss, dass ich nie geschminkt zum Sport gehe. Aber trotzdem, ne? Wenn man keine Lust hat, nach der Arbeit sich noch abzuschminken und zum Sport gehen, dann vielleicht ist das eine gute Variante, um während des Sports doch noch gut auszusehen. Da war es sehr, sehr schwer, die richtige Farbe für mich herauszusuchen, weil sie doch ziemlich farbintensiv waren. Also die eine war die hellste, beige war das, glaube ich, war mir zu dunkel. Das hier ist jetzt Farbe Honey, die ist so ein bisschen gelbstichig und die anderen waren mir viel, viel zu dunkel. Das war auf jeden Fall die beste Farbe, die zu mir gepasst hat. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Außerdem gibt es in dieser Fitness Cosmetics Strong Reihe ein Mascara. Mascara muss halten beim Sport, wenn man eine Mascara drauf hat, sonst bringt das ja nichts. Und dann habe ich noch mitgenommen ein Eyeliner. So, das war auch sehr, sehr interessant für mich. Ich habe gesagt, das nimmst du auch sofort mit, weil ich sowieso nach einem wasserfesten oder einem Eyeliner gesucht habe, der halt nicht sofort zerläuft, wenn man auf dem Fahrrad fährt zum Beispiel und der Wind kommt einem entgegen und dann, ja, dann wird das hier so ein bisschen nass an der Seite und dann zerfließt der Eyeliner und die Mascara und das ist natürlich nicht so schön. Deswegen habe ich es mitgenommen und dann habe ich noch mitgenommen, da gab es zwei Varianten. Lipstain. Einmal, das ist die Farbe Cozy Shine. Ob das für meine Lippen geeignet ist, werde ich dann sehen, weil darüber werde ich für euch auch eine Review abdrehen. Ich werde es auf Herz und Nieren überprüfen, ausprobieren und genau, ja, da bin ich mal gespannt. So. Jo, jetzt sind wir zum Ende gekommen und das war mein XXL-Einkauf und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen
Daumen nach oben oder gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, damit ihr auch keine der Videos verpasst, denn demnächst werden 1, 2, 3, 4 Reviews kommen. Vielleicht interessiert euch das eine oder andere Ergebnis von diesen Produkten und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.